Die Geschichte von Hilde und Hans Koppi und die Geschichte der sogenannten Roten Kapelle, die wurde ja durch die Zeit des Kalten Krieges auf völlig unterschiedliche Art betrachtet. Im Osten waren es die überlebensgroßen kommunistischen Widerstandskämpfer, die immer schon für die gerechte Sache unterwegs waren. Und im Westen waren es die Vaterlandsverräter. Der Staatsanwalt, der für die Todesurteile gegen die Rote Kapelle zuständig ist, der war in den 60er Jahren noch Kommunalpolitiker. Schwer vorstellbar. Und es hat bis zum Jahr 2009 gedauert, bis der Deutsche Bundestag endlich diese ganzen Unrechtsurteile gegen die sogenannte Rote Kapelle aufgehoben hat. Aber jetzt ist es so, dass die Geschichtsschreibung zum Glück durch die Wiedervereinigung eine neue Perspektive bekommen hat. Und ich hoffe, dass wir vielleicht ein kleines Stückchen mit unserem Film auch dazu beitragen können, die Geschichte von Hilde und Hans und all den Menschen, die mit ihnen da unterwegs waren, nochmal auf eine andere Art zu zeigen. Und zwar so, dass man sich mit diesen Menschen identifizieren kann und sich überlegen kann, wo man unter solchen Umständen selber gestanden hätte.